willkommen zur achten Episode meiner Darkest Dungeon Reihe. Wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen weiteres Management betreiben. Zum Beispiel ein paar Leute brauchen dringend Stressabbau. Er geht mal in die Bar, oder müssen wir schauen, haben wir... Also müssen erstmal schauen, wen wir jetzt mit auf die nächste, ins nächste Abenteuer wählen. Wir könnten wieder die Kombination von den beiden nehmen und die als Heiler und Support einstecken. Reynold hat keinen Stress, er kann also den Tank übernehmen. Wahrscheinlich nehmen wir dann ihn hier als zweites mit, um weiteren Schaden zu tanken und Nahkampfattacken auszuführen. Das lässt dann die beiden hier für den Stressabbau und die beiden für den Stressabbau. Die sollten wir am besten auch alle vier untergebracht kriegen. Also kann er nur irgendwo Bestimmtes hin. Only take part in prayer. Schicken wir ihn zuerst mal in die Kirche. Ach verdammt, der hockt immer in den Spots, die ich gerade haben will. Das ist doch echt eine Frechheit. Also er wird leider keinen Stressabbau haben. Dann kann ich ihn... Jetzt habe ich aber auch schon beide... Habe ich schon beide Slots belegt, dann hätte ich ihn lieber in dieser Runde hier reinschicken sollen, in dieser Woche. Also gut, es geht nicht. Sie kann alles machen. Er hat auch. Wie sieht es bei Dismas aus? Ja gut, also dann schicken wir ihn zum Saufen. Sie ins Bordell. Meine heiligen Krieger sind alle irgendwie dem Jüngling verfallen, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe kein Geld mehr. Und das war's dann auch, weil wir uns nicht mehr leisten können. Es wird jetzt ein bisschen knapp mit den Provisions für die nächste Mission. Ja, und so ist das sowieso voll, also da können wir jetzt auch nichts machen. Schicken wir mal unsere Jungs auf die nächste Mission los. Brauchen wir ein bisschen Asche, das wird gut. Das sind ja alle schon so Veteranen-Missionen. Die gibt es auch nicht mehr als hier. Hier habe ich aber ein bisschen mehr Schiss vor. Den Schweinen, den wir da begegnen werden, machen wir erstmal nochmal eine vertraute Mission hier vorne. Also Reynolds, Mr. Okkultist, Howard Bornwell und Ferriris ist unser Squad, den wir diesmal mitnehmen. Okay. Von den 1500 werden wir wahrscheinlich fast nur Nahrung kaufen. Eine Schaufel und vielleicht noch ein paar Fackeln. Aber viele sind es nicht. So, los geht's. 10 Gold. Das müssen wir ein bisschen sparsamer sein, aber wir haben auch eben unser komplettes Rooster, unsere komplette Baracke, eben die Skills upgegradet. Deswegen war es jetzt eigentlich auch keine Überraschung. Links oder rechts? Das ist die Frage. Gehen wir zuerst nach rechts. Die Leserichtung der Europäer. Ui, okay, nicht schlecht. Aber das war... Wow, ich habe echt gerade Glück in den letzten Kämpfen mit diesen Surprises, muss ich schon sagen. Dann kann er eigentlich eine Black Grenade verwenden. Ein bisschen Glück, kriegt er eine Blight. Du kannst einfach mal durchzustechen. Noch brauchen wir hier keine Heilung. Und ihr arbeitet am Moons hier vorne. Oder... Könntet auch euch buffen. Das ist immer so die Frage. Möchte man sich buffen oder durch den Kampf verlängern oder versucht man die Gegner auszuschalten? Ja. Jetzt müssen wir mit den Heilungen anfangen. Jetzt kommt wieder so ein Goblet. Ich wusste es. Jetzt soll er. Jetzt kommt allerdings mein Stuff. Yep, perfekt. Dann der Heal. Oh, das passt. Der kann sich dann vielleicht auch selber gleich noch kitten. Zwei Schaden sind ja auch nicht zu beachten, würde ich mal behaupten. Und da trifft er auch mal eine kleine Libra-Kranker-Crusader oder was ist das da schon so? Der andere müsste eigentlich an dem Blight verrecken. Ah, ja, kitte dich mal. Ja, auch noch den einen Schaden und somit sind wir jetzt komplett. Achso, der war schon tot gewesen. Bisschen unnötig, aber hey. Zack!
not a victory nonetheless. Ja, das passiert mir immer, wenn ich da reinklicke. Komm, hol dir gleich noch was. Ein bisschen Loot, ein paar Edelsteine. Die sind gut, die brauchen wir eben, um unser Konto wieder auf Vordermann zu bringen. Könnte schlimmer sein. Das ist doch aber relativ langsam. Perfekt. Damage! Los jetzt, wir müssen die platt machen. Ich habe nicht allzu viel Schaden im Spot, aber viel Nützliches. Wenn er mal trifft, dann habe ich auch genug Schaden, aber er trifft so selten. Das hat mich immer ein bisschen auf. Ich könnte heilen oder ich könnte. Das macht keinen Schaden. Dann heile ich lieber. Das ist interessant, der Plague Doctor ist echt ziemlich wenig nützlich, wenn nur zwei Gegner auf dem Feld sind. Wenn vier Stück da sind, ist er extrem gut, weil die hinten halt im Stun halten kann, aber so. Wie sieht es denn hier aus? 4 und 4. Ah, da lohnt es schon. Oh, noch mehr Cash. Sehr gut. Genau das, was wir brauchen. Ach. Und hat gleich wieder in die Falle rein, Idiot. Muss mir nochmal genau die Item-Interaktion anschauen. Was ist da. Genau anzuklicken gibt es. Man kann ja fast immer, wenn man besondere Container öffnet, hat man die Option, da so ein Item einzusetzen. Ambushed by foul invention. Au. Und es gibt eben nur bestimmte Items, die bei bestimmten Objekten funktionieren, deswegen müsste man sich darüber mal schlau machen. Gut, der Weg hierhin war umsonst, gehen wir wieder zurück. Scheint eine recht einfache Mission zu sein, aber ich will mal meinen Atem anhalten. Vielleicht sind hier in den letzten drei Räumen dann auch nochmal drei Kämpfe und führen auch noch alles möglich. Dann verschlucke ich meine Zunge lieber. Ach ja, genau. Yes. Reynold ist auch tatsächlich hier in dem Squad am besten aufgehoben, zusammen mit den beiden, weil er halt dieses schöne Item hat, was seine Blutungsresistenz etwas erhöht und deswegen kann er besser von den Okkultisten geheilt werden als andere Charaktere. So, gleich betreten wir wieder Neuland. Schmeißen wir nochmal eine Fackel an. Ja, wohin wohl? Die große Leuchte der Crusader. Boah, Dreiermob. Schaffen wir. Kein Problem. Ziemlich viel HP durch die Fallen verloren. Und wenn die jetzt zum Beispiel alle auf ihn gehen, was sie auch vorhaben, und alle treffen, wollte ich gerade sagen, dann haben wir uns einen Schwachpunkt gerade in der Party. Aber so. Stunnen wir mal den Archer. Dann gibt es eine Heilung für unseren Tank. Genauso soll das laufen. Und er kann dann die beiden perfekt. So langsam entwickle ich sowas wie Strategie und Taktik. Das gefällt mir sehr gut. Wow. 11 Heilung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann macht doch gleich nochmal die Blutung von ihm runter und dann ist er wieder good to go. Und er prügelt jetzt schnell den Archer kaputt, bevor er schießen darf. Wunderbar. So möchte ich das sehen. Sogar ein Schlüssel, das gefällt mir gut. Oh, noch mehr Cash. Ah, noch mehr Loot. Wunderbar. Dungeon läuft echt super. Also die ersten 3, 4, 5 Missionen oder so waren echt brutal. Oh, jetzt krieg ich sogar noch einen Scout. Uhu. Zwei Kämpfe habe ich noch zu erwarten. Hier habe ich eine Falle, die ich hoffentlich entschärfen kann. Und einiges noch an Loot. Mal schauen. Eine Fackel. Oh, ein Porträt. Wow. Das war wahrscheinlich nicht besonders gut, wenn das jemand verbrennen wollte.
Jetzt zünden wir nochmal unsere letzten Fackeln hier an. Da ist die Pfanne, das macht mal unser Cousin. Keine Ahnung, wer da besonders gut drin ist. Ich glaube, keine von diesen Klassen eignet sich dafür besonders. Vielleicht hätte ich es lieber jemanden machen sollen, der wenig Stress hatte, aber er ist am einfachsten zu heilen, deswegen habe ich jetzt ihn genommen. So, und hier kommen am Ende nochmal zwei Kämpfe. Das wird dann nochmal lustig. Wir haben noch ein heiliges. Ne, wir haben kein heiliges Wasser. Dann gehst du da rein. Oh, da sind sogar zwei von den Dingern. Psychoschaden. Und gleich nochmal. Ich glaube, auf die Teile sollte man echt verzichten, wenn man kein heiliges Wasser dabei hat. Die Chance, dass man da was Gutes rauskriegt, ist, glaube ich, sehr gering. Oh. Ach. Das vermiest mir jetzt die ganze Tour ziemlich, dass ich hier noch so viel von dem Stressschaden mitnehme. Das ist schön. Das war ein guter Heal, das versöhnt mich wieder ein bisschen. Graveyard Slash. Ich glaube, der geht auf Position 1 bis 3 von diesen Jungs. Deswegen können die auch manchmal gefährlich werden. Von ihm irgendwie nur die eine Aktion. Ja, gut, beim Crusader ist es nicht groß anders. Oder noch den Stun für so einige Kämpfe, wo es sehr nützlich ist. Stun. Apropos. Ach, verdammt. Das wäre so schön gewesen. Jetzt kotzen sie ihn wieder voll. Oh oh. Er nähert sich schon wieder dem Test. Das war auch nicht gut. Kann ich mit leben. Dann gib ihm nochmal die Blutung und ein bisschen Heilung. Ja, das ist schön. Und er verkackt es wieder und verkackt es doppelt. Boah, dann kriegt er noch eine Mini-Heilung. Große Heilung. Yep, so will ich das sehen. Zack. So, schön, schön, schön. Weiter geht's in den letzten Raum. Hier wird jetzt wahrscheinlich noch ein Kampf stattfinden. Ja, wird es definitiv. Ja, mit einigen Bleeds, aber dafür sind wir eigentlich ganz gut geschützt. Ja, das ist auch ganz praktisch. Die können jetzt stacken, aber ich kann die, glaube ich, alle mit einmal aufheben. So, Nuller Heilung, nicht so praktisch. Entfernen wir mal den Bleed und geben ihm nochmal zwei Punktlein. So, jetzt. Ach Gott, ich würde den ja gerne mal ausprobieren, der klingt schon echt nice, der Skill, aber es ist einfach so frustrierend, immer zuzusehen, wie er einfach nichts trifft. Und er trifft so schon schlecht genug. Lassen wir das mal. So ist besser. Oh nein, kein Crit. Ah, ich glaube, er ist soweit. Ach, natürlich negativ. Verdammt! Schöne Heilung. Alter, jetzt hört mal auf damit. Ich muss dir ja gleich alle zwei Runden lang in die scheiß Taverne, in die Kirche stecken. Das kostet wieder so viel Gold. Das sind dann schon mal alleine knapp 5000 Gold ungefähr, die ich dafür ausgeben muss. Schweinerei, wirklich. Das ist schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Weißt du, ist jetzt auch egal, mich hier hin und her zu schubsen, bringt dir jetzt auch nichts mehr, Meister. Zack. Mit dem Opfer durchgeschlachtet. Ja. Nicht schlecht. Wow, das Ding ist geil. 20 Punkte ranged. Das ist verdammt gut. Wir gleich mal ihm geben, dann treffen seine Bomben besser.
Okay, und zum Stressabbau schicken wir dich nochmal her in die Holy Fountain. Schade, gab leider nur Loot. Das übersetzt sich ja dann auch in ein bisschen Stressabbau in der Stadt, den wir damit bezahlen können. Ja, offensichtlich haben wir viel zu viel Nahrung mitgenommen. Naja, man weiß vorher nie, was kommt. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Aber eigentlich kein schlechter Goldblut. Ziemlich viele Edelsteine, die wir gefunden haben. Das bringt unser Kontostand wieder ein bisschen auf Vordermann. Jetzt schauen wir nochmal. Ah, unser erster Held ist Level 2. Ja, negativ, negativ, negativ. Na gut. Das war so moderat erfolgreich auf der Front. I fear his long-standing duties here have affected him. Ich wusste es doch, sie mag es gerne im Puff. Also diese Geistlichen, die haben es echt faustdick hinter den Ohren. Jo, schön, schön, schön. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen stresslos werden. Und er hat immer noch Selfish, eine Affliction. Er muss jetzt mal dringend hier ins Sanitarium. Ich weiß nicht genau, was das ausmacht. Ich habe noch nie einen Debuff davon gesehen. Und wenn wir mal das zuerst. Und jetzt habe ich keine Kuselda zur Verfügung für diese Runde. Kann ich ihn jetzt endlich mal zum Beten schicken? Der hockt schon wieder da drin. Weißt du was? Diese Quirks gehen mir ziemlich auf den Sack, denen nur eine Art des Stressabbaus zu lassen. Ach, Moment. Ich glaube, ich habe mich verlesen. Du kannst alles außer Prayen. Dann gehe ich mal ein bisschen peitschen, du Masochist. Ja, wir haben jetzt ein Nahkämpferproblem. Vielleicht müssen wir unseren Roster upgraden, falls wir können. Bevor ich jetzt hier alle in irgendwelche Sachen reinschicke, müssen wir uns das nochmal kurz angucken, ob das gerade möglich ist. Yep, sehr schön. Foolishly seeking fortune and glory. Was er für Skills hat. Ja, interessant. Er kann sich selbst Accuracy buffen. Selbst Heilung und ein Debuff. Der hat ein bisschen interessanteres Skillset als die anderen, finde ich. Vielleicht nehme ich mir den dann mal mit hier. Ein zweiter Highwayman wäre auch nicht schlecht. Crusader finde ich schon als mit die besseren Tanks. Oh cool, das ist ein schöner positiver Quirk. Und seine Talente sehen auch genau nach dem aus, was ich gerne habe. Zwei Plätze habe ich, die kosten ja nichts. Ich kann also zwei einfach anheuern. Den brauche ich nicht. Ich glaube, wir nehmen einen zweiten Slapper. Wir haben ja schon zwei Crusader. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir noch einen dritten Crusader mit oder einen zweiten Highwayman? Ja, was nehmen wir denn? Also habe ich jetzt eine vernünftige Party. Ich könnte einen Leper und sie mitnehmen, dann habe ich zwei Nahkämpfer. In der nächsten Runde sollten eigentlich wieder andere Leute fertig sein. Ich habe eher gerade ein Tankproblem als eins für die hintere Position. Ich nehme nochmal einen dritten Crusader mit. Ich hätte gerne noch einen zweiten Hellion gehabt. Das ist mir gerade nicht gegönnt. Highwayman hätte ich auch gern. Naja gut, man kann nicht alles haben. So. Das heißt, wir haben jetzt eine vernünftige Party. Das heißt, dass wir die anderen jetzt wieder in ihre Tätigkeiten schicken können, um ihren Stress abzubauen.
Er kann saufen gehen. Er kann alles außer saufen. Haben wir genug Heiler? Ja, sieht ganz gut aus. Müssen wir noch auf etwas anderes achten. Also er hat hier schon mehr Stress als der Rest. Schicken wir zum Gamblen. Dann haben wir hier oben noch einen Slot für Meditation. Ich habe es jetzt irgendwie häufig beobachtet, dass beim Meditieren auch negative Eigenschaften entfernt werden. Aber wahrscheinlich ist das bilde ich mir das ein, dass es da irgendwie besonders effektiv ist. Jetzt schicken wir mal unseren Okkultisten, den mag ich gerne, der geht nur meditieren, der findet das bestimmt gut. Okay, dann brauchen wir dafür unsere neuen Rekruten. Ja, unser Gold ist schon wieder knapp, aber hey, was soll man machen? Gehen wir nochmal in die Gilde. Und schauen nochmal, was unsere beiden Jungs hier das leisten. Ich weiß nicht, vielleicht. Ach, die müssen aber erstmal Level 1 werden, bevor sie ja die Stufe 2 Skills kriegen können. Stimmt. Gut, dann hat sich das erledigt. Schauen wir mal wieder auf den Embark-Screen. Gucken wir uns nochmal unser nächstes Ziel aus. Vielleicht gehen wir jetzt mal in den Wield. Ja, ich denke schon. Was haben wir denn da für eine Gruppe? Unseren kleinen Mini-Lepper. Dann unser Helion. Dann einfach unseren. Ich vergesse mal, Vestel. Ich kenne den Begriff nicht ganz. Einen von unseren Vestals als Heiler, denke ich. Und vielleicht nehmen wir dann nochmal hier unsere Grave Robberin mit Robberin. Ich erinnere mich, dass da sehr viel Blight auftaucht. Also vielleicht ist es nicht schlecht, einen Plague Doctor dabei zu haben. Okay, probieren wir es mal so. Alles klar, gut. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkest Dungeon mit eurem Nachbar. Bis bald.